Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In der Vergangenheit sorgte die Steuerumgehung in Steueroasen wie Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz und Panama, um nur einige aufzuzählen, für großes Aufsehen. Dagegen haben wir eine Vielzahl an nationalen Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Gewinnverkürzung auf den Weg gebracht. Das ist eine Tatsache. Zum Beispiel die Entscheidung für den automatischen Informationsaustausch. Ein großer Erfolg, der die Steueroase Schweiz und Liechtenstein letzten Endes trockengelegt hat. Das war unser Erfolg, liebe meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir waren und sind also tätig. Mit unserem heutigen Gesetzentwurf werden wir eine weitere Möglichkeit inländischer Steuerpflichtiger zur Steuerumgehung mittels Briefkastenfirmen in Steueroasen zusätzlich schließen. Es gelten in Zukunft erweiterte Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen, neue Anzeigepflichten der Banken, zusätzliche Ermittlungsbefugnisse der Finanzverwaltung. Steuerschlupflöchern, Briefkastenfirmen, Steueroasen und Steuerdelikten wird damit der Kampf angesagt. Nichts anderes. Der Bundesfinanzminister hat geliefert. Die CDU-CSU-Fraktion unterstützt diese Regulierungen. Und es geht uns nicht um Klassenkampf oder eine Diffamierung von Kapitalanlagen im Ausland. Es geht uns um die Beteiligung an einer Firma im Ausland zum reinen Zwecke der Steuerverkürzung und der Geldwäsche. Darum geht es. Wir wollen die Steueroasen trockenlegen. Wir wollen Missbrauch bekämpfen. Und es darf natürlich nicht sein, dass Arbeitnehmer und der Mittelstand hier im Land ordentlich ihre Steuern bezahlen und andere mit Briefkastenfirmen jonglieren, um sich ihrer Steuerpflicht zu entziehen oder Geld aus illegalen Geschäften zu waschen. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits an einer oder anderen Stellschrauben richtig justiert, um jenen das Handwerk zu legen, die sich hier ihrer Steuerpflicht zu entziehen versuchen und vor allem, und das ist besonders schädlich, Wettbewerbsvorteile genießen wollen. Das schadet einer ganzen Wirtschaftsstruktur, wenn einige sich nur Vorteile herausnehmen. Das schadet insgesamt dem Gemeinwohl und unserer Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Es gibt hier renommierte Konzernbeispiele, und die muss man auch nennen dürfen. Starbucks, Amazon, Apple, IKEA, Fiat und viele andere. Dieser Kampf ist natürlich gegen diese großen Konzerne keine leichte Aufgabe. Und Aufklärung scheint vor allem dann leicht zu sein, wenn dies oder nicht leicht zu sein, wenn dies in Europa passiert, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Luxemburg. Dann ist der Aufklärungswille in Luxemburg oder in Brüssel offenbar nicht unbegrenzt, vor allem wenn es offensichtlich um das eigene Interesse geht. Da hilft es dann auch nicht, jetzt im eigenen Land laut den Verteidiger des kleinen Mannes zu spielen, wenn man vorher in Brüssel nicht durch Aufklärungswille, sondern durch das genaue Gegenteil aufgefallen ist. Hier war man offensichtlich mehr Verklärer wie Aufklärer, meine Damen und Herren. Und Frau Paus, ich will Ihnen sagen, Deutschland ist kein Steuerhinterziehungsparadies. Das ist für mich ein unverschämter Angriff auf unsere gute Steuerverwaltung, meine Damen und Herren. Ihnen liegt von Linksgrün scheinbar insbesondere daran, unser Land immer in ein schlechtes Licht zu stellen, unser Land schlecht zu reden und Populismus bei den Menschen zu verbreiten. Wir dagegen, meine Damen und Herren, wir wollen nicht reden, wir wollen die wirklichen Steueroasen decken, wir wollen handeln, darum geht es. Wir wollen rechtswidrig im Tun generell einen Riegel vorschieben, ohne dem freien Kapitalverkehr zu schaden. Das muss man auch deutlich sagen. Die deutsche Wirtschaft als großer Exportstandort braucht natürlich den internationalen Kapitalverkehr. Deswegen kann man das nicht pauschal verurteilen, sondern man muss differenzieren. Wir müssten gerade dann einschreiten, wenn hier gar keine Wertschöpfung hinter dieser
Tätigkeit als Kapitalanlage im Ausland stattfindet. Da gibt es klare Unterschiede. Wir wollen ganz differenziert, ganz genau diese Dinge angehen. Und das werden wir auch tun. In diesem Sinne darf ich Sie bitten, das Gesetz jetzt zu beraten und dann auch eine gute Entscheidung für ein neues Trockenlegen von Steuerverkürzungen in Steueroasen zu erreichen. Herzlichen Dank. Liebe Kollegin.